Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, da machen wir eine kleine gemeinsame Reise, zumindest jedenfalls virtuell gesehen. Und zwar nach England, genauer gesagt nach Wiltshire. Wiltshire, das klingt erstmal nicht so wahnsinnig spannend, ist aber tatsächlich die Heimat des weltberühmten prähistorischen Monuments Stonehenge. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wer Stonehenge erbaut hat, welche jüngsten Funde bisherige Theorien nochmal komplett auf den Kopf gestellt haben und welche gruseligen und rätselhaften Ereignisse Forscher und auch Mitarbeiter in Stonehenge erlebt haben, dann bleibt dran und betretet mit mir gemeinsam wieder die Dunkelkammer. Ein Hufeisen mit einem Durchmesser von etwa 110 Metern. Circa 30 Steine, bis zu 9 Meter hoch und 23 Tonnen schwer. Stonehenge steht als eines der berühmtesten frühzeitlichen Denkmäler der Welt seit etwa 3100 vor Christus im Süden von England. Das war jetzt ein ganzer Haufen Zahlen, aber imposant, das ist Stonehenge auch ohne die heute noch. Denn um seine Erbauung, seinen Zweck, da ranken sich immer noch viele Theorien. Und die reichen von der Annahme, es sei ein Denkmal eines politischen Bündnisses über eine Opferstätte bis hin zu, wer hätte das gedacht, einem Landeplatz für Besucher aus dem All. Und manche glauben sogar, dass der Teufel selbst Stonehenge erbaut haben soll. Rein wissenschaftlich und archäologisch, da hat man dagegen schon ein bisschen was über Stonehenge rausfinden können in all den Jahrtausenden. Nämlich, dass das Monument aus zwei verschiedenen Arten von Gesteinen aufgebaut wurde, die aus unterschiedlichen Ecken von Großbritannien stammen. Bei den kleineren Steinen, da wurde der Blaustein verwendet, der sage und schreibe aus dem ca. 300 Kilometer entfernten Wales herangebracht wurde. Daneben haben wir den sogenannten Druidenstein, der nach neuesten Erkenntnissen etwa 25 Kilometer nördlich von Stonehenge abgebaut wurde. Und bei diesen großen Steinen, denen aus Druidenstein, da sprechen wir von einem Gewicht von eben 23 Tonnen, das transportiert werden musste. Und das noch bevor das Rad überhaupt erfunden war. Wie die Menschen das damals bewerkstelligt haben, das ist auch heute noch ein Mysterium. Man vermutet aber, dass sie dafür Holzkonstruktionen, ähnlich wie Flöße, benutzt haben. Und auf jeden Fall mit Tausenden von Menschen gleichzeitig am Werk waren. Diese Methode hat man auch mal nachgestellt und dafür mit 12 Personen einen Stein transportiert, der eine Tonne gewogen hat. Gut möglich also, dass das in der Frühsteinzeit ebenfalls geklappt hat. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Stonehenge in mehreren Bauphasen in seiner heutigen Form errichtet wurde. Es haben an seinem Bau also nicht nur Tausende von Menschen mitgemacht, sondern es hat auch Tausende von Jahren gedauert, bis das Monument, so wie wir es kennen, stand. Nämlich von 3100 vor Christus bis ca. 1400 vor Christus. Denn da wurde Stonehenge aufgegeben. Und auch hier weiß die Wissenschaft noch nicht, warum die Menschen eine für sie scheinbar so wichtige Stätte verlassen haben. Aber man entdeckt neben diesen Fakten eben auch immer wieder neue Dinge, die zwar Antworten liefern, aber die auch wieder neue Fragen aufwerfen. Erst in diesem Jahr und trotz Corona hat ein Forscherteam seine Ergebnisse aus einer Studie vorgelegt, die belegen, dass rund um Stonehenge herum etwa 5 Meter tiefe Schächte angelegt wurden. Und das sogar 20 an der Zahl. Und diese wurden untersucht und man fand heraus, dass die Schächte etwa 4500 vor Christus entstanden sein müssen. Also noch einiges älter als das Monument selbst sind. Die Schächte waren bis dato verborgen und zugeschüttet und konnten erst gefunden werden, als das Forscherteam des Stonehenge Hidden Landscape Projects per geophysikalischer Untersuchung das Areal rund um Stonehenge noch einmal genauer unter die Lupe genommen und abgescannt hat. Man dachte nämlich erst, dass die Schächte natürlichen Ursprung hätten, zum Beispiel einfach Hohlräume wären. Aber durch die Untersuchung sah man dann, dass sie so regelmäßig angelegt waren, dass dieses Muster unmöglich Zufall sein konnte. Die Schächte bilden nämlich einen Kreis um Stonehenge herum, der etwa 2 Kilometer Durchmesser hat. Wozu sie angelegt wurden? Vermutlich, um das größere Areal, auf dem Stonehenge liegt, schon von weitem als heiligen Ort zu kennzeichnen. Denn die Schächte schaffen mit ihrer Anordnung auch eine Verbindung zu weiteren frühzeitlichen Monumenten in der Region, nämlich zum einen Woodhenge, das ist ein um 2340 vor Christus gebautes, ähnliches Bauwerk wie Stonehenge, nur eben aus Holz, wie ihr hier auf den Bildern einer Nachbildung sehen könnt.
Und dann ist das noch Durington Walls, das ebenfalls älter als Stonehenge ist und dem ältesten Monument in der Region, die Lark Hill Causewayed Enclosure, das nochmal 1500 Jahre älter als Durington Walls ist. Aber warum hat man auf so einem großen Areal über so viele Jahrtausende hinweg einen derartigen Aufwand betrieben? Da gibt es, wie eingangs erwähnt, so einige Theorien und keine davon gilt bis heute als so richtig gesichert. Fangen wir mal mit den, in Anführungsstrichen, rationaleren an. Nämlich, dass Stonehenge eine Art frühzeitliches astronomisches Observatorium gewesen ist. Aber wie kommt man darauf? Stonehenge, das war vermutlich einmal kein Halbkreis, sondern rund und, naja, die Anordnung der Steine, die folgt einem ganz bestimmten Muster. Nämlich steht der sogenannte Fersenstein, das ist der Stein, den ihr auf diesem Bild so ein bisschen abseits stehen seht, genau so, dass die Sonne am Tag der Sommer- oder Wintersonnenwende genau im Winkel über ihm in das Innere des Steinkreises scheint. Also an den beiden Tagen im Jahr, in denen die Sonne am längsten bzw. am kürzesten zu sehen ist. Und wenn sie die Sonne und ihren Verlauf so genau kannten, dann müssen sie sie eben auch genau studiert haben. Und da vermutet man, dass das kein Zufall gewesen sein kann, sondern dass unsere Vorfahren sehr wohl über astronomisches Wissen verfügen mussten, um den Verlauf der Sonne so exakt vorhersagen zu können. Und damit muss die Sonne auch irgendeine Art von Bedeutung für sie gehabt haben. Es kann also durchaus sein, dass Stonehenge neben diesem astronomischen Aspekt auch eine Bedeutung als Kultstätte für eine auf die Sonne ausgerichtete Art von Religion gehabt hat. Und mit dieser Annahme, da ist auch die Vermutung nicht weit, dass Stonehenge als eine Art rituelle Stätte genutzt wurde, wo Feiern zu Ehren einer oder mehrerer Gottheiten stattgefunden haben oder auch Rituale bis hin zu Opferungen. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, da es in der Anlage neben dem Fersenstein auch einen sogenannten Opferstein gibt. Und auf solche Opfer, da weisen auch Funde von Tierknochen, speziell Schweineknochen hin. Die hat man nach Berechnungen wohl vor allem in den Monaten Dezember bis Januar geschlachtet, was nochmal auf die Bedeutung der Wintersonnenwende hinweist. Und auch heute noch finden übrigens solche rituellen Feste bei Stonehenge statt. Die United Ancient Order of Druids, die seht ihr hier in diesem Foto, die trifft sich auch heute noch zur Sommer- und Wintersonnenwende am Stonehenge Monument. Aber geopfert, das wird wohl nicht mehr, jedenfalls nichts Lebendes. Das Thema Leben und Tod, das hat aber für die Erbauer von Stonehenge auch abseits von Ritualen eine Rolle gespielt. Denn eine andere Theorie geht davon aus, dass Stonehenge eben auch als heiliger, gesegneter Ort angesehen wurde. Das liegt zum einen daran, dass der Tierbestand zur damaligen Zeit nach Funden wohl sehr reich war. Zum anderen liegt das daran, dass Menschen auch aus fernen Regionen extra nach Stonehenge kamen, um hier eine Art Heilung zu empfangen. Das schließt man daraus, dass in dem Areal verhältnismäßig viele Skelette gefunden wurden, deren Besitzer Zeichen von Krankheiten oder Verletzungen gezeigt haben. Und diese Skelette, die trugen gleichzeitig auch kleine Blausteine bei sich, vermutlich als Talisman. Ihr erinnert euch, aus dieser Gesteinsart sind eben auch die Steine beschaffen, die man in der Frühphase der Bauzeit des Monuments verwendet hat. Außerdem hat man auf dem Areal um Stonehenge herum auch einige Hügelgräber gefunden, in denen Tausende von Menschen bestattet wurden. Ein besonderes Hügelgrab ist dabei das sogenannte House of the Dead, das Forscher der Universität of Reading 2017 entdeckt haben. Dieses Hügelgrab ist etwa 5600 bis 5700 Jahre alt. Man geht davon aus, dass man hier die Leichen von auserwählten Menschen auf Plattformen aufgebahrt hat und dann gewartet hat, bis die Vögel in der Region ihr Fleisch von den Knochen gepickt haben. Die Skelette hat man dann wohl im Anschluss in rechteckige Formen gelegt und zusammen mit Kuhschädeln abgedeckt. Aber was ist jetzt mit den exotischeren Theorien zur Erbauung? Na, hier haben wir zum einen eine, die davon ausgeht, dass Stonehenge ein gigantisches Musikinstrument darstellen sollte. Diese Theorie ist noch relativ nah dran an der wahrscheinlichsten Theorie, dass Stonehenge eben eine religiöse Stätte war, denn die Musiktheorie vermutet, dass das Monument aufgrund der Form und Anordnung seiner Steine einen ganz bestimmten Klang erzeugen konnte, ähnlich wie wenn man eine Kathedrale heutzutage betritt. Eine der ältesten Theorien, und die gibt es übrigens schon seit dem 12. Jahrhundert, geht dagegen davon aus, dass der Zauberer Merlin aus der Artus-Sage fleißig beim Bau von Stonehenge mitgewirkt habe. Nämlich habe Merlin eine Horde Riesen eingesetzt, die sogenannten Nephilim, ihr seht sie hier auf dem Foto, die Steine aus Afrika mitgebracht hätten. Und diese Nephilim, die hätten an die heilenden Kräfte von Stonehenge geglaubt und sich, wenn sie sich krank und schwach fühlten,
ein Bad am Fuß eines der Steine eingelassen hätten und schon wären sie wieder gesund geworden. Nicht ganz so harmonisch, aber ähnlich mystisch ist die Theorie, dass der Teufel höchstpersönlich Stonehenge erbaut haben soll, nämlich im Streit mit einem Mönch. Der Mönch soll nämlich gegen den Teufel gewettet haben, dass die Menschen doch herausfinden würden, dass er die Steine an Ort und Stelle gebracht habe. Daraufhin sei der Teufel dann so wütend geworden, dass er einen der großen Steine nach dem Mönch geworfen habe, von dem dieser getroffen und am Fuß verletzt wurde. Und diesen Abdruck am Stein, den sieht man angeblich heute noch. Außerdem sollen die sogenannten Aubrey Holes, das sind Bodensenkungen rund um das Monument selbst, die Eingänge zur Unterwelt markieren. Natürlich darf bei den Erbauern eine Gruppe zum Abschluss nicht fehlen, nämlich die Außerirdischen oder himmlische Weisen, wie sie auch bei den Pyramiden, den Steinstatuen auf der Osterinsel und Co. am Werk waren. Hier geht man davon aus, dass Aliens das Wissen zum Aufbau solch monumentaler Bauwerke überliefert oder eben beim Aufbau geholfen haben, da den Menschen zu der damaligen Zeit einfach die Mittel fehlten, so massive Steingebilde zu konstruieren. Außerdem weisen Vertreter der UFO-Theorie darauf hin, dass es auf der ganzen Welt ähnliche Steinkreise gäbe. Allein in Großbritannien, aber zum Beispiel auch im Bodensee, in der westlichen Sahara und in Spanien, die zum Teil schon einige tausend Jahre älter als Stonehenge sind. Und das hätte das damalige Wissen der Menschheit schlicht überstiegen. Welche Theorie davon nun stimmt, da sind die Forscher weiter dran. Mystisch und geheimnisvoll bleibt der Ort aber auch so. Und es können auch Forscher, die an dem Monument selbst geforscht haben oder Mitarbeiter auf der Anlage bestätigen. 2013 zum Beispiel, da hat ein Forscherteam etwas Merkwürdiges entdeckt. Und zwar war das ein besonders heißer Sommer und eine der Wasserdrainagen, die die Anlage bewässert, die war ausgefallen. Mit einem Mal, da sahen die Forscher Flecken im Gras. Genau an den Stellen, an denen man vermutet, dass einmal die Steine gestanden hatten, die den Halbkreis des ursprünglichen Stonehenge komplett geschlossen hätten. Wieso das nun so war, da gibt es keine abschließende Erklärung. Ob nun das Erdreich langfristig durch die schweren Steine so geschädigt war, dass dort kein Gras mehr wuchs, oder ob sich das Wurzelwerk an den Stellen nicht tief genug verflechten konnte, das liegt weiterhin im Dunkeln. Und im Dunkeln, da tappt auch eine Gruppe von Mitarbeitern, die davon berichtet hat, Merkwürdiges auf der Anlage erlebt zu haben. Das fing eines Tages damit an, dass ein Alarm während einer Teambesprechung ausgelöst wurde, dass jemand die Anlage betreten habe. Also ging einer der diensthabenden Mitarbeiter in das angeschlossene Museum, in dem er an diesem Tag zur Schicht eingeteilt war, fand es mysteriöserweise aber völlig leer vor. Das Merkwürdige aber war, dass drei Holzpaneele, die in 4 Metern Höhe angebracht waren, auf einmal geöffnet dastanden. Diese Holzkonstruktionen, die waren so weit oben angebracht, dass man sie nur mit einer Leiter hätte erreichen können. Und die war nirgends griffbereit. Und obwohl auch hinterher niemand auf den Bildern der Überwachungskameras zu sehen war, ging man davon aus, dass jemand diese Türen eben geöffnet haben musste. Wer? Das bleibt unbekannt. Es ging aber noch weiter. Einige Tage später, da berichtete derselbe Mitarbeiter, dass er im Museumsshop häufiger das Gefühl hatte, jemand zupfe an seiner Kleidung, stoße ihn in den Rücken, klopfe ihm auf die Schulter. Und wieder, niemand auf der Überwachungskamera. Jetzt kann man sagen, klar, der Mitarbeiter leidet an einer ganz besonderen Fantasie. Aber dann geschah etwas, das eben auch mehrere Mitarbeiter bezeugen können und wofür sie bis heute keine Erklärung gefunden haben. Denn eines Tages, da standen die Mitarbeiter von Stonehenge am Monument selbst. Und auf der Anlage ist das Personal so aufgeteilt, dass ein Mitarbeiter quasi jede Himmelsrichtung überwacht, um zu überprüfen, dass die Besucher sich den empfindlichen Steinen nicht zu sehr nähern oder um ihre Fragen zu beantworten. Und mit einem Mal, da sieht einer der Mitarbeiter eine Frau in einem langen, weißen Gewand, die mit großen Schritten auf das Innere des Steinkreises zusteuert. Und natürlich will er sie aufhalten und funkt seinen Kollegen an. Nur der hat die Frau eben auch gesehen. Und nicht nur der. Alle 4 Mitarbeiter gleichzeitig sehen diese Frau und so beschließen sie, sie von allen Seiten einzukesseln. Nur die Frau in dem weißen Gewand, die ist nicht mehr zu sehen. Und plötzlich verschwunden. Das war's auch schon wieder mit unserer kleinen gemeinsamen Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ihr auch schon mal in Stonehenge wart und dort etwas Gruseliges oder Rätselhaftes erlebt habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder wenn ihr diesen Kanal abonniert für mehr gruselige und mysteriöse Geschichten. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder und betreten wieder gemeinsam die Dunkelkammer.